Okay, hallo, jetzt habe ich die offizielle Erlaubnis anzufangen. Es ist unglaublich, dass dieser Saal so voll ist. Das freut uns total, dass so viele Leute gekommen sind. So, wir sind plötzlich Wissen. Das heißt, das ist Inga hier, der Dugong Grillen und André und ich. Und wir sind alles Wissenschaftler, aber mit ganz diversem Hintergrund. Also zum Beispiel Inga ist Biologiedidaktikerin und untersucht, wie Wissensvermittlung mit Handpuppen funktioniert. André ist Physiker und ich muss auch sagen Biochemiker und hat sich ganz viel mit Mikroskopen beschäftigt. Und ich bin Meeresbiologin, genau gesagt marine Mikrobiologin und habe mich viel mit Viren und Bakterien im Meer beschäftigt. Und ihr seht schon, das ist ja sehr gemischt alles, aber was wir alle drei oder vier gemeinsam haben, ist, dass wir unglaublich gerne über Wissenschaft reden und das nicht nur mit unseren Kollegen, sondern mit jedem. Heute seid ihr unsere Opfer. Und so haben wir uns auch kennengelernt, und zwar über Science Slams. Funktioniert das? Genau, beim Science Slam haben wir uns kennengelernt. Wer von euch weiß denn, was ein Science Slam ist? Oh, unglaublich viele. Für die Leute, die es nicht wissen, das haben sich nicht alle gemeldet, ihr kennt wahrscheinlich Poetry Slam, das ist bekannter. Das ist ziemlich ähnlich, aber um einiges cooler. Und zwar stellt sich der Wissenschaftler auf die Bühne und die haben 10 Minuten Zeit, ihr eigenes Forschungsthema zu präsentieren. Und das müssen sie nicht nur unterhaltsam machen, sondern auch so, dass es wirklich jeder versteht. Und danach darf das Publikum dann bewerten, welcher Vortrag am besten war, und dann gibt es halt einen Sieger. Und genau, das ist unglaublich cool. Also wer noch nicht da war, in Berlin gibt es richtig viele Science Slams. Ich glaube echt einmal im Monat mindestens. Schaut euch das mal an, das ist richtig cool. So, was ich persönlich immer noch am allerliebsten beim Science Slam eigentlich mag, ist danach mich noch mit dem Publikum zu unterhalten. Das heißt einfach mit denen noch reden, die stellen einem noch Fragen, man diskutiert ein bisschen, man kommt einfach in Dialog. Und das finde ich einfach immer unglaublich bereichernd und das macht mir sehr viel Spaß. Und ich hatte da im Sommer mein Erlebnis. Ich war in Bremen, also ich wohne in Bremen, in einer warmen Sommernacht, was es da nicht so oft gibt. stand ich draußen vor der Kneipe und ich habe mich mit zwei sehr betrunkenen jungen Männern unterhalten. Und irgendwie kamen wir auf das, was ich arbeite. Und dann habe ich irgendwie über Bakterien im Meer erzählt und die waren total fasziniert und wollten immer mehr davon hören. Und ich war total fasziniert, dass man so besoffen sowas noch spannend finden kann. Und und ich muss gestehen, das ist mir ehrlich gesagt schon öfter passiert. Und ich stand am nächsten Tag unter der Dusche und da kam mir die Idee zu plötzlich Wissen. Und ich habe André angerufen und meinte, ey André, ich habe da eine Idee zur Wissenschaftskommunikation. Wir gehen jetzt einfach mal in Kneipen und dann reden wir da einfach mit Leuten über Wissenschaft und Meere und Ozeane. Und das Ganze lassen wir uns finanzieren vom Ministerium für Bildung und Forschung und Wissenschaft für Meere und Ozeane. Und André meinte, ja geil, ich rufe mal noch den Dugong Dillan an, weil der kommt ja aus dem Meer und dann kommt Inga vielleicht auch mit. Und gesagt, getan, das haben wir gemacht. Dann haben wir uns auch das Karlsruher Institut für Technologie, das KIT und Philipp Schröbe mit ins Boot geholt und wir haben einen Antrag geschrieben, haben den abgegeben und haben selber nicht wirklich dran geglaubt, aber haben das tatsächlich finanziert bekommen. Und so konnten wir dann unser Konzept 2017 war das ja, ausbauen. Das heißt, die Grundidee dahinter ist, dass wir aus unseren Laboren und Büros rausgehen in die weite Welt, in diesem Fall war es Deutschland, und durch Deutschland gereist sind, durch 10 verschiedene Städte. Das heißt, wir haben uns rausgetraut, nicht nur in den Osten, sogar in den Süden. Und sind in Kneipen gegangen und in Biergärten, weil wir es im Sommer gemacht haben. Und auch einfach auf die Straße, am Strand, im Park. Wir gucken eigentlich einfach nur so Orte, wo Leute Zeit haben und relaxed sind. Und dann haben wir einfach Leute angequatscht und haben mit denen über Wissenschaft und Meer und Ozean geredet. Und nachdem ja nicht jeder da dabei sein kann, haben wir das Ganze natürlich auch online begleitet, das heißt mit Social Media, aber wir haben auch unsere eigene Website, also die auch immer noch existiert, und indem wir das Ganze auch begleitet haben und auch einfach unser Wissen weitertragen wollten. Und wie jetzt so eine Tour genau abgelaufen ist, das erzähle ich euch jetzt mal eher. Wir sind super viel unterwegs gewesen in 10 verschiedenen Städten im letzten Jahr und waren meistens mit der Bahn unterwegs. Und wie Julia schon gesagt hat, wir kommen aus unterschiedlichen Städten. Das heißt, André kommt aus Berlin, Julia aus Bremen, ich aus Hamburg. Und dann haben wir uns in der Bahn getroffen und sind irgendwo zusammen hingefahren und haben unterwegs ziemlich viel gearbeitet. Und sind dann in diversen Städten angekommen, haben uns gesammelt,
sind durch die Straßen gezogen und haben schon auf der Straße auch immer so nach Kneipentipps gefragt, weil wir die meisten Städte selber überhaupt nicht kannten, in denen wir waren. Das ist alles sehr random-mäßig. Aber so sind wir in die geilsten Kneipen gekommen. Das ist eine Kneipe in Berlin. Und haben uns mit super vielen Leuten unterhalten. Und wir wollen euch mal zeigen, wie das an einem Beispiel in Karlsruhe gelaufen ist. Da war es super heiß. Es war Ende Mai 2017. Wir sind mit diversen öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen und haben dann unsere Eyecatcher ausgepackt. Das war zum einen, seht ihr hier links, so ein Schild, das haben wir jetzt nicht dabei. Da stehen Stichworte drauf, merkwürdige Stichworte, irritierende Stichworte, zum Beispiel Sambuka, Pupse und falsche Eier. Das sorgt so ein bisschen für Aufregung und manche Leute trauen sich auch, uns dann anzusprechen. Manche sind betrunken, manche nicht. Kommt so auf den Neugierigkeitsgrad der Leute an. Und es hat immer mit mehreren Ozeanen zu tun, was wir dann erzählen. Und wir haben noch nicht nur das Schild, sondern wir haben hier auch unseren vierten Kollegen sozusagen. Das ist der hier. Der kann sich auch kurz selber vorstellen. Es ist ja mal so blöd, wenn jemand nicht reden kann. Und er kann das eigentlich, oder? Wer bist denn du? Ich bin Dylan. Mir ist es ein bisschen unangenehm. Die haben ja alle, das ist fast kein Kind da. Und die sind auch gar nicht so grau wie beim Ministerium. Eine Kneipe ist es auch nicht. Ist hier jemand betrunken? falsche Frage. Also das ist der Dugong, der spricht sehr, sehr gerne. Das Problem ist jetzt, dass ich ihn wieder abgeben muss, weil ich habe keine Ahnung, wer frei sind. Und wir haben also so irritierende Blicke auf uns gezogen. Manche Leute haben uns angesprochen. Wenn Leute irritiert waren, haben wir die auch gerne angesprochen. Und dann haben wir spannende Sachen gemacht. Zum Beispiel Experimente, wenn wir in Dialog gekommen sind. Und André hat ein Experiment, was ihr hier auch im Video theoretisch seht, aber was akustisch möglich nachzuverfolgen ist. Aber ihr könnt es vielleicht gleich sehen, wenn sich jemand Gutes aus dem Publikum bereit erklärt, das mal zu machen. Es hat mit mehreren Ozeanen zu tun. Und es ist alles für die Wissenschaft. Jemand Bock? Also eine Freiwillige oder ein Freiwilliger für ein Experiment, das tut nicht weh. Das ist genauso eine wundervolle Freude, wie diese Frau dort in Karlsruhe sie empfindet. Könnt ihr jetzt auch live erleben. Ja, dann, wenn du dich meldest, komm nach vorne. Juhu! Los. Das sind keine Wissenschaftler, die Tierversuche machen. Es wird niemand sterben. Es ist alles safe. Hi, wie heißt du? Arne. Hallo Arni, mach mal so. Großartig, du bist nichts als Futterland. So, ich hänge dir jetzt mal einfach ein paar Schlaufen über die Finger. Nö, das, ja, so, ja, kannst du mal machen. Und jetzt steckst du die Finger bitte in deine Ohren und lehnst dich etwas nach vorne. Bitte richtig tief in die Ohren stecken, ja? Sehr gut. Würdest du sagen, wenn du das gehört hättest und du wärst mit ein paar Kollegen und Kolleginnen unterwegs, macht das auch mal und stellt euer Bier an der Seite? Ja, doch, ja, durchaus. Wie hat es sich denn angehört? Vielleicht. Ja, sehr technisch, fast ein bisschen ja, so nahartig. Ja. Ja, herzlichen Dank, Armin. Kannst dich wieder hinsetzen. Dieses hier. Ihr könnt das auch nachher mal ausprobieren, wir hatten jetzt noch Zeit für einen. Das ist ein total großartiges Modell dafür, um zu verstehen, wie Schallausbreitung unter Wasser funktioniert. Und dann sind wir mit einem einfachen Experiment, wenn einer aus der Gruppe mitmacht, direkt im Thema Meere und Ozeane. Dankeschön, André, dankeschön, liebes Publikum. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ach, naja, furchtbar, sorry. Wir haben also Experimente gemacht und meistens hat es dann genauso funktioniert. Also einer hat sich getraut, ist mutig gewesen, hat das gemacht und die anderen sind nachgekommen und haben gesagt, hä, wie war es denn, ist es schlimm? Und dann haben das auch andere nachgemacht. Und so sind wir eben ins Gespräch gekommen, auch durch selber mitmachen bei Meeren und Ozeanen. Und wir hatten super viel Material dabei. Wir haben hier auch nochmal ein bisschen Material. Ihr seht auf dem Bild, was richtig toll ist, nämlich hier. Das Sturm im Wasserglas, es handelt sich dabei um Material aus dem Wissenschaftsjahr, das war eben letztes Jahr Meer und Ozean ein Thema. Das hatten wir mal dabei und das hier ist Brausepulver. Möchte jemand? Ich schmeiß mal in die Menge. Ich bin sehr schlecht im Schmeiß, wahrscheinlich wird das. Naja, viel Spaß damit.
Und wir hatten von unseren Experimenten, auch wenn es jetzt nicht so ein Hörexperiment war, Bilder dabei, damit man auch in der schummrigen Kneipe nochmal sehen kann, wie es eigentlich aussehen soll. Und wir hatten auch etwas, was uns vor eine kleine Herausforderung gestellt hat, denn das war, ich kann das gerade noch nicht nehmen, weil ich habe ja leider nur zwei Arme und bin kein Oktopus. Wir hatten das Quartett vom Meere und Ozeane Wissenschaftsjahr. Da sind wissenschaftlich abgebildet, also schöne Bilder und so ein bisschen Text mit Meerestieren. Genau, so sieht man das. Und wir wollten die Materialien nicht einfach so rausgeben. Wir haben Werbung gemacht für Veranstaltungen, für wissenschaftliche Veranstaltungen, also Science on the Road, für die Forschungsbörse zum Beispiel. Aber wir wollten eben auch unser Material dann loswerden. Und bei dem Ding wussten wir nicht genau und wir haben etwas erfunden. Das Dugong-Orakel. Man muss ja auch ein bisschen Spaß haben in der Kneipe. Und wir können euch das mal vorführen, aber ich kann jetzt mit dem Mikro, ich muss das Mikro auch behalten, weil er kann es auch nicht halten. Du müsstest bitte mal die Karten halten. Das ist total unrealistisch, diese Situation. Aber das Dugong-Orakel funktioniert folgendermaßen. Man kann über Meere und Ozeane auch sprechen, wenn man Quatsch macht. Und dafür kann jemand eine Karte ziehen, der neugierig auf die Zukunft des nächsten Tages oder der nächsten Woche ist. Und der Dugong orakelt dann, was wohl passieren wird. Meistens sehr witzige Ergebnisse. Oh ja, hier. Frauen neugierig. Mal gucken. Du bist bereit, Dylan? Ja. Was steht da? Ich kann nicht lesen. Eine Weißaugenmoräne. Eine Weißaugenmoräne. Herzlichen Glückwunsch. Du solltest manchmal von deiner Brille auf deine Kontaktlinsen das ändern. Und dann kannst du unter Wasser noch besser sehen. Geh mal nächste Woche schwimmen. Probier das aus. Das wird dich sehr, sehr entspannen. Ja, also er sagt meistens positive Dinge. Ja, danke für den Applaus. Wir hatten dann auch so Beispiele in der Kneipe. Zum Beispiel, was hatten wir da? Zahnarzt. Nee, das war so doof. Also das Zahnarzt und Walross Beispiel, das war so mitten in der Nacht. Kommt so ein Typ mit seinem anderen Typen sehr betrunken bei uns vorbei und meint, was macht ihr denn da? Wir so, ja, hast du Bock auf ein Dugong-Orakel? Dugong-Orakel? Und dann hat er eine Karte gezogen und das war das Walross. Und der Dugong meinte dann so, oh, nächste Woche werden dir deine Zähne immer länger wachsen. Und er so, glaube ich nicht, ich bin Zahnarzt. Und der Dugong so, Entschuldigung, ich habe mich geirrt, du wirst Zähne kürzen. Also so eine Sachen haben wir da halt gemacht. Und dann, ja, Dankeschön. Hat er wieder Pause, das ist das, was er am meisten liebt, Pause. Ja, sonst knutscht er auch sehr viel, aber das wollten wir jetzt nicht hier direkt ausprobieren. Das geht mit Kindern meistens besser, ihr seid ja nicht betrunken, der Test, den habt ihr leider gefailt. Aber wir sind in Dialog getreten und wollten von den Leuten wissen, ob sie Fragen haben zum Thema Meere und Ozeane, die ihnen bis jetzt noch nie jemand beantwortet hat. Und haben dann Fragen gesammelt. Wir hatten dann immer so eine weiße Leinwand sozusagen dabei und Stifte. Und dann konnten Menschen, die Interesse an einer Frage hatten, ihre Frage aufschreiben, wenn wir sie nicht direkt beantworten konnten. Und in Karlsruhe, die Frau, die sich getraut hat, das Hörexperiment zu machen, die übrigens von einem Junggesellenabschied kam, und wir werden meistens für einen Junggesellenabschied gehalten, das war ein perfektes Match, die hat sich auch getraut, eine Frage zu stellen, so mitten in der Nacht, gegen Ende ihres Junggesellenabschieds. Und die hat gefragt, hat man die Schiffe im Bermuda-Dreieck, die da verschwunden sind, jemals gefunden? Und was wir dann machen, wir nehmen die Fragen mit nach Hause und beantworten die und recherchieren wie irre und finden dann selber ganz viele Dinge, die wir vorher auch nicht wussten und packen dann die Antwort auf unsere Website. Und wir hatten auch so andere Fragen, warum taugt nur Meersand für Beton, können Krebse Krebs bekommen, wo sind die Nordseegarnelen hin? Das war übrigens auch ein Junggesellenabschied, der sich mitten in der Nacht die Frage gestellt hat, es waren viele Angler dabei, die ab und zu mal an die Nordsee fahren und dann gedacht haben, ey, wir kriegen ja gar kein Krabbenbrötchen mehr, was ist da los? Und dann fangen wir an zu recherchieren. Und das findet man dann natürlich später auf der Website, weil zum einen, weil wir es meistens dann nicht direkt beantworten können, wenn die Fragen komplexer sind. Und zum anderen, weil es einfach Spaß bringt, wenn man sich dann später nochmal sieht, so im Dialog. Und wir haben dann auch die Experimente. Also wenn ihr jetzt Interesse hättet, dieses Experiment selber zu Hause nachzumachen oder den physikalischen Hintergrund, der mit Meeres- und Ozeanbezug auch zu tun hat, nachzuvollziehen, dann könnt ihr auf unserer Website gucken und dann steht da eine Anleitung und die Erklärung und was das mit Meeren und Ozean zu tun hat. Und André ist unser Fachmann für die meisten Experimente, der ist ja der Physiker im Bunde. Und deswegen gebe ich jetzt mal weiter für den Rest.
schöne Dinger. Warte. Bitte. Ja, erzähl mal. Ja, die habe ich recherchiert. Also die Schiffe, die im Bermuda-Dreieck gefunden, verloren gegangen sind, die sind nicht alle gefunden worden. Das ist aber nicht so ein mystisches Ding, wie das immer in der Werbung der Sommersaison behauptet wird, also Sommerloch. Sondern es ist so, dass die verdriften häufig und in anderen Bereichen wiedergefunden werden und teilweise auch mit Sand überspült werden. Und es ist nicht bekannt, dass da mehr Schiffe verschwinden in diesem geografisch begrenzten Raum als anderswo. Also das könnt ihr auch nochmal nachlesen und da hat auch extra die US-Marine und die Schifffahrtsbehörde, die haben auf ihrer offiziellen Website das Thema Bermuda-Dreieck auch nochmal abgehakt. Also, ein spannendes Thema. Ja, genau. Wir haben nicht nur dieses Experiment mit dem Hören auf der Internetseite, übrigens alles unter freier Lizenz, das heißt also teilt das auch gerne. Zum Beispiel haben wir noch ein Experiment mit, wie macht man aus Rotkohlsaft einen tollen Indikator, um den pH-Wert von irgendeiner Flüssigkeit zu bestimmen, das heißt dann Wasser sauer blubbern. Hollywood im Wasserglas hat Julia gebastelt mit verschiedenen Salzkonzentrationen, kann sie erklären, wie die Wolken in Independence Day gemacht wurden, in Independence Day 1, nicht in dem furchtbaren Nachfolgerfilm. Und blauer Himmel, blaues Wasser ist ein Experiment, wo ich mit Uso erklären kann, warum der Himmel blau ist, ohne ihn zu trinken. Ja, also alles Anleitung für zu Hause nachzumachen mit einfachen Mitteln, also da muss man nicht irgendwie Laborequipment kaufen. Eigentlich geht es mit Sachen, die man so im handelsüblichen Haushalt hat, sage ich jetzt mal. Aber wir haben noch mehr auf der Homepage. Jedes Thema, über das wir auf den Touren sprechen. Inga hat das ja eben angesprochen mit dem Schild. Da standen drei Sachen drauf, Sambuca, Pupse, falsche Eier. Sambuca war dieses Experiment mit, ja, Sambuca oder Uso, geht beides, Hauptsache es ist ein Anis-Schnaps. Pupse ist die Geschichte, woher dieser Meeresduft kommt. Falsche Eier ist etwas über das Tracking von Schildkröteneiern in Südamerika, wenn mich alles deutet. Das heißt also, wir haben ganz, ganz viele Themen und dazu haben wir auch Artikel geschrieben, die auch alle unter einer freien Lizenz sind. Zum Beispiel hier merkwürdige Meerestiere, Asseln im Ozean. Das heißt, ihr habt nicht nur in eurem Untergeschoss Kellerasseln, sondern Asseln kommen auch im Meer vor. Oder digitale Tauchgänge in der Tiefsee war auch ein großartiger Vortrag auf der Republika 2017 von Antje Boetius. Da unten sieht man noch so ganz leicht, das Video ist auf der Seite verlinkt. Empfehle ich euch auf jeden Fall, euch anzugucken. Weil da werden auch mal ein paar Töne vorgespielt, die man im Meer aufgenommen hat und wo man immer noch nicht genau weiß, wo die eigentlich entstehen und was das überhaupt ist. Wir machen aber noch weiter. Wir wollen den Leuten ermöglichen, sich, wenn sie sich für etwas interessieren, wirklich tief einzutauchen. Deswegen haben wir auch einen kleinen Artikel geschrieben darüber, wie man wissenschaftliche Artikel liest. Also diese englischen Schriftstücke, wo die Wissenschaftler ihre neuesten Erkenntnisse aus der Forschung zusammentragen. Da wird so ein bisschen beschrieben, wie sind die strukturiert, wie sind die aufgebaut, wo finde ich was, wo komme ich vielleicht an die Daten ran, wie wurden die ausgewertet, wie finde ich mich da zurecht drin, ist es schlimm, wenn ich nicht alles verstehe, Spoiler, nein. Ja, aber so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, dass man, wenn man sich wirklich für ein Thema interessiert, vielleicht mit so einem wissenschaftlichen Artikel tatsächlich klarkommt. Und Fragen hatten wir jetzt schon, uns werden schon relativ viele Fragen gestellt und manchmal haben wir halt auch eine großartige Gelegenheit, das nicht mit Text, sondern mit Video zu beantworten. Das hat Julia gemacht, die arbeitet nämlich für das KDM, das Konsortium Deutsche Meeresforschung, und die haben eine Ausstellung, das Ocean Plastic Lab, und in der Ausstellung hat sie direkt die Frage mit einem Video beantwortet, von wie groß ist die Insel aus Plastik, die gerade auf dem Ozean schwimmt. Würde ich euch empfehlen, euch anzugucken. Wir wollen aber noch mehr. Jetzt hat es gewechselt, genau. Oh. Auf unserer Seite unter jedem Artikel, da ist irgendwie etwas verrutscht, was ein bisschen schade ist, haben wir zwei Abschnitte. Einmal die erste Tauchtiefe oben und darunter die zweite Tauchtiefe. In der ersten Tauchtiefe verlinken wir auch auf mal einen Zeitungsartikel, hey, das ist ein guter Wikipedia-Artikel, da gibt es ein Institut, wo irgendwas steht. Also wir wollen die Leute nicht auf unserer Seite halten, sondern bieten auch Möglichkeiten hier, da gibt es noch mehr darüber. Und die zweite Tauchtiefe, da verlinken wir wirklich unsere Quellen. Was sind die wissenschaftlichen Papiere, in denen wir das recherchiert haben? Was hat damit zu tun? Also wenn jemand großes Interesse daran hat, da ist wirklich die Primärliteratur verlinkt, da kann man ruhig auch mal drauf gehen. Und wir fanden das immer doof, wenn man einen Zeitungsartikel liest,
ja, wo kommt das her? Und da tatsächlich die Studie zu finden, auf der irgendein Bericht basiert, ist meistens ganz, ganz furchtbar. Das heißt also, wir machen Links nach draußen, wir linken auf unsere Quellen und wir haben Anleitungen, wie man diese Primärquellen liest. Wir sind also interessiert daran, Scientific Literacy zu verteilen, also dass Leute sich mit der Wissenschaft vielleicht besser auskennen, obwohl sie selber schon lange nicht mehr der Uni waren oder noch gar nicht. Also ein bisschen befähigen und OER, also Open Educational Resources. Da unsere ganzen Artikel unter freien Lizenz sind, bitte benutzen. Wenn hier irgendwie Lehrer sind, die denken, ach ja, demnächst in Biologie oder sonst wo, wo ich irgendein Thema zu Meeren und Ozeanen machen oder das Experiment klang spannend, nehmt unsere Anleitung und benutzt sie weiter im Unterricht. Bitte, um Gottes Willen, dafür haben wir es gemacht. Wo wir gerade von Wissenschaft reden, wir wurden auch beobachtet. Das heißt, wir wurden wissenschaftlich untersucht, nämlich vom KIT, vom Karlsruher Institut für Technologie, von Laura Bittner. Und die ist in dem Forschungsvorhaben drin, Science in Presentation. Und sie hat den Arbeitsbericht Nummer 4 verfasst, wo sie uns bei einigen Touren begleitet hat und auch Fragebögen dabei hatte. Also natürlich in der Kneipe, mein Gott, die wenigsten wollen dann, wenn sie schon 3 Bier drin haben, noch irgendwie mehrere Seiten Fragebogen beantworten. Deswegen haben beim Fragebogen nicht so richtig viele mitgemacht, aber sie hat halt auch viel beobachtet und hat das dann beschrieben und tatsächlich ausgewertet. Der Bericht, dieser Arbeitsbericht 4, ist auch unter CC BY 4.0 publiziert. Da unten ist der Link, kann man sich runterladen. Und ich habe mal 2 Auswertungen mitgebracht, um das ein bisschen zu illustrieren. Also wie gesagt, die meisten wollten halt nicht den Fragebogen ausfüllen, deswegen ist unsere Stichprobe ein bisschen klein. Aber ich finde, es spricht schon Bände. Wissenschafts- oder Technikmuseum wurde ungefähr von der Hälfte der Leute besucht, die da gefragt wurden. Von eine lange Nacht der Wissenschaft in den letzten 12 Monaten, keiner. Tag der offenen Tür, ein Viertel war bei einem Tag der offenen Tür in den letzten 2 Monaten. Auf einem Science Slam, auf einem Wissenschaftsfestival ein ganz kleiner Bruchteil und Ringvorlesungen, Abendvortrag, ja, da waren auch ein paar. Und um ein bisschen auf die Personen, die da befragt wurden, also die wir so getroffen haben, einzugehen, weniger als die Hälfte hatte eine Uni besucht. Das heißt, wir haben also hier es auch hinbekommen, mal Leute zu erreichen, die wir mit diesen ganzen Veranstaltungen zum großen Teil eben nicht erreichen. Das war eins unserer Hauptziele. Eine andere Balkendiagramm, die wir haben, wenn Sie darüber nachdenken, was plötzlich Wissen für Sie ausmacht, wie wichtig sind die folgenden Aspekte. Das sind mehrere gewesen. Ich habe hier mal 4 rausgegriffen. Die Spontanität, das Unerwartete, das fanden über 80% wichtig bis sehr wichtig. Und direkter Kontakt zu Wissenschaftlern, vor allem auch zu verschiedenen Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen. Das hat uns besonders gefreut, dass so viele das wahnsinnig wichtig fanden, dass sie endlich mal mit einem Wissenschaftler reden konnten. Das haben wir sehr, sehr oft gehört. Also, das ist ja cool. Und manche haben uns tatsächlich nicht geglaubt. Ihr seid wirklich Wissenschaftler, so im Labor, so mit so, ihr forscht und so und so Doktor, krass. So, aber ihr seht gar nicht so aus. Ja, wie sieht denn sowas aus? Und da sind wir schon beim Problem. Ja, jeder hat so Stereotypen dabei und wir haben vielleicht bei denen, die wir getroffen haben, ein bisschen was dazu beigetragen, dass es weg ist. Und Kneipe als Veranstaltungsort wurde auch ganz gut positiv aufgenommen. Wir haben also mit knapp 500 Leuten gesprochen, also richtig gesprochen, nicht 5-mal ein Wort wechseln und dann war es wieder vorbei, sondern eine längere Unterhaltung. Knapp 500 Menschen und jeder davon hat sich wirklich für Wissenschaft interessiert. Wirklich jeder. Sogar Martin Sonnenborn. Wir reichen das weiter. Ja, unsere Förderung ist mittlerweile ausgelaufen, weil das Wissenschaftsjahr, in dem wir finanziert wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, für Ozean und Meere ist leider vorbei. Aber wir wollen weitermachen. Ja? Wir wollen plötzlich Wissentouren machen. Wir wollen Workshops geben. 2 haben wir auch schon auf dem Chaos Communication Kongress Ende 2017 in Leipzig gegeben. Davon wollen wir noch mehr machen. Mit Leuten, die das interessiert, mit Wissenschaftlern, um sie vielleicht auf Ideen zu bringen. Und wir wollen mehr Guerilla machen. Also wenn hier jemand von einer Stiftung ist oder jemand kennt von einer Stiftung, könnte man sich ja mal, falls ihr das interessant findet. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Aber ansonsten, wenn ihr irgendwie eine Veranstaltung habt oder so oder für eine Einrichtung arbeitet, wo vielleicht mal ein paar Leute, die es sich hart gegeben haben in einem Guerilla-Format,
als Sprecher haben wollt, heuert uns einfach an. Oder sagt, dass wir mit Plötzlich Wissen vorbeikommen können. Wir würden uns sehr darüber freuen. Herzlichen Dank. Ach ja, genau, nicht herzlichen Dank. Morgen ist das Netzfest. Und wir sind so ab 14 Uhr, ne, also normalerweise sind wir in Kneipen unterwegs, 14 Uhr ist ein schlimmer Kompromiss für uns, aber das Netzfest-Logo ist ja schon genau für Plötzlich Wissen im Prinzip designt. Ich habe da mal einen Fall drauf gemacht. Ab 14 Uhr hängen wir da auch rum, da könnt ihr den Dugong Dilhan nochmal treffen und das ein oder andere Experiment mit uns machen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das ist unsere Webseite, da ist Social Media. Danke, tschüss. Wir haben noch Zeit für Fragen. Also wer jetzt dringend noch was loswerden möchte, da vorne habe ich eine. Sag ruhig laut. Hast du dich gemeldet? Ja, dann frag mal. Die Frage war, ob wir sie nur auf unsere Webseite locken wollen oder ob wir auch in der Kneipe die harten Fakten auspacken. Und tatsächlich ist es so, ja, also wenn wir Fragen beantworten können oder wenn es um Klimawandel geht oder sobald wir eine Antwort darauf wissen, setzen wir das, also wir halten uns da nicht zurück. Also sagen nicht, ja, geh mal auf unsere Website, da findest du das schon. Also das auf keinen Fall. Also wir bemühen uns wirklich um einen intensiven Kontakt und einen intensiven Dialog mit den Leuten dort. Aber wir wollen dann natürlich auch das, was wir daraus lernen, was oft Fragen sind, das versuchen wir dann auch mit in die Webseite reinfließen zu lassen. Also es ist nicht eine Veranstaltung, wo wir durch die Gegend laufen, damit Leute auf unsere Webseite kommen, sondern die Webseite ist dafür da, dass diese Touren begleitet werden. Die Frage war, was passiert, wenn man die ernsten Themen anspricht, weil es ja schon mal die Stimmung versauen kann, wenn man über Meeresverschmutzung spricht in der Kneipe. Ich muss sagen, also eigentlich haben wir keine wirklich negativen Erfahrungen gemacht. Also man konnte, also das Ding ist, glaube ich, ein bisschen, dass Meere und Ozean ist ein dankbares Thema, weil die Leute eigentlich dem immer sehr positiv gegenüber sind und eigentlich eher auch dafür den Umweltschutz sind. Ich muss sagen, Klimawandel-Thema hatten wir eigentlich nicht. Also wir sind jetzt auch nicht auf Leute getroffen, die irgendwie Klimawandelgegner sind oder Leugner sind, das ist das bessere Wort. Wir hatten ein paar Mal, ist es manchmal ein bisschen politisch ausgeartet. Oder es gab da ein paar Tendenzen, dass das politisch ein bisschen unangenehm wurde, aber das haben wir eigentlich immer auch wieder ganz gut deichseln können. Aber das ist, ja, das ist natürlich vor allem auch, wenn man betrunkene Leute hat, ist das immer eine Gefahr und damit muss man rechnen und damit muss man umgehen lernen auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, unsere Feuertaufe war in Stralsund nachts um zwei ein 10-köpfiger männlicher Junggesellenabschied. 3 mussten schon gestützt werden und die sind nur auf uns zugekommen, weil sie gesehen hatten, dass da 2 Damen mit einem Herr rumlaufen. Und die haben den großen Bagger ausgepackt, sage ich jetzt mal. Aber es hat 5 Minuten gedauert und wir haben über Schallausbreitung im Ozean und dann über Versauerung im Ozean mit denen gesprochen. Also das hat funktioniert. Einer wollte danach mehr so studieren. Wer weiß, vielleicht hat er sich tatsächlich daran erinnert. Mal gucken. Der wird sich daran erinnert haben, denn die hatten diesen Bauchladen dabei und da haben wir Aufkleber drauf gemacht. Ja, stimmt. Aufkleber haben wir übrigens auch hier. Also wer möchte, kann vorbeikommen. So, sonst noch jemand eine Frage? Ja. Also die Frage ist, was ist, wenn andere Themen gefragt sind für dasselbe Format, ob wir da ein Netzwerk haben? Also ich würde jetzt sagen, also wir machen dieses Plötzlich Wissen mit Ozean und Meeren weiter. Wir haben so viele Artikel geschrieben. wenn da jemand, ja, aber wenn da jemand Interesse ist, das, was wir hier gemacht haben, funktioniert mit Wissenschaftlern. Wenn da ein paar Wissenschaftler sind, die Bock auf sowas haben, dann kommen wir gerne vorbei und erzählen, wie das geht. Also das ist gerne zum Nachmachen. Alles da ist unter Creative Commons Lizenz. Bitte
tut das mit einem anderen Thema, wenn da jemand tatsächlich Lust zu hat. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie versteckt irgendwo eine Kiste voller Wissenschaftler, die wir für jedes Thema einsetzen können. Das wäre cool, aber... Nee, aber es geht ja immer um Dialog. Das heißt, wir können da gerne auch mit Ideen oder soweit wir Kontakte haben, auch aushelfen oder selber als Kontakt zur Verfügung stehen. Ja. Gibt es noch Fragen? Was? Nein. Okay, dann haben sich alle Fragen erledigt. Und dann genau. Also man kann uns ganz hervorragend an dieser Handgruppe erkennen. Oder ihr habt jetzt lang genug in unsere Gesichter geschaut. Also sprecht uns einfach an, morgen 14 Uhr auf dem Netzfest. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Kommt bei Plötzlich Wissen vorbei, erzählt anderen davon und eine zauberhafte Republika. Vielen Dank. Aufkleber. Entschuldigung.